weiter mit unserem Lokalzeit-Detektiv Hamzi Ismail. Dieses Mal muss er ein Rätsel um zwei auffällige Betonplatten in Düsseldorf lösen. Die waren unserem Zuschauer Markus Kampendonk aufgefallen. In Unterbilk zwischen den Düsseldorfer Arkaden und dem Florapark wurden zwei Betonplatten aufgestellt, so 10 Meter lang etwa. Und wir fragen uns, sind die für Parkplatzfreihalter oder zum Draufsetzen? Haben Sie, vielleicht weißt du, wofür die gebaut wurden? Da sind die Steinplatten. Sie stehen vor dem Florapark am Wegesrand. Im Abstand von etwa 10 Meter hintereinander. Wofür sie da sind? Puh, keine Ahnung. Zum Balancieren eher nicht, denke ich. Auch unter den Steinplatten finde ich keinen Hinweis. Ich höre mich als erstes mal bei den Passanten hier um. Diese Steinplatten hier, wo Ihr Kind gerade drauf balanciert ist, was ist das? Ja gut, das frage ich mich auch jeden Tag. Ja? Parkblockaden, würde ich sagen. Ja, einen Grill draufstellen halt, ne? Warum nicht? Und dann hier Picknick machen? Ja, warum denn nicht? Wollen wir uns hinsetzen? Ja, kann man machen. Okay, haben Sie Kaffee dabei? Nein. Dann hole ich den ganz schnell, ne? Ja, super. Den Kaffee gönne ich mir aber doch lieber drinnen im Warmen. Und zwar während ich über Facebook die User um Hilfe bitte. Viele von Ihnen kennen die Steinplatten auch. Sie wissen zwar nicht, was sie zu bedeuten haben, aber was man sonst noch damit anfangen könnte. Meine Kollegen aus der Grafikabteilung haben einige dieser Ideen mal zum Leben erweckt. Da kommt der Vorschlag, die Steinplatten als Sonnenbank zu nutzen. Ja, möglich. Ein anderer User würde die Platten durch Urban Gardening verschönern. Hübsche Idee. Und wiederum ein anderer erkennt in den Steinplatten einen Laufsteg. Ha! Sehr gut. Ich will es jetzt genauer wissen, was es wirklich damit auf sich hat. Und ein User hat auch den Tipp gegeben, mal beim Amt für Verkehrsmanagement nachzufragen. Und das mache ich als nächstes. Auf geht's! Das Amt für Verkehrsmanagement ist nur wenige Kilometer entfernt. Vor Ort verweist man mich an einen Mitarbeiter, der den Bau der beiden Steinplatten betreut haben soll. Peter Müller. Was kann er mir über deren Nutzung berichten? Wir haben 2009 diese zwei Steinplatten, wie Sie sie nennen, dahingestellt. Es sind Bänke, Plattformen und diese Bänke sollen eben für Skater benutzt werden oder für Stadtteilfeste, Kindertrödel, Catwalk, was Sie sich vorstellen können. Das steht im Zusammenhang mit diesem großen Bauvorhaben hier der Düsseldorf-Arkaden. Hier ist eine große Grünanlage im hinteren Bereich dieses Einkaufszentrums mit einem großen Spielplatz, mit Bolzplatz, mit Kletteranlagen und Grünflächen. Und dieser Spielplatz und diese Grünanlage sollte mit dem Florapark verbunden werden und hier diese eigentlich verkehrsberuhigte Zone mit diesen Bänken sollte also das Kupplungselement darstellen zwischen dieser oberen und dieser unteren Parkebene. Einzelne Autofahrer parken aber dennoch neben den Bänken, trotz Parkverbot. Es wäre schön, wenn die Autofahrer da ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würden auf die Möglichkeiten, die da bestehen würden, wenn da nicht geparkt würde. Diese Steinplatten sind also ein klassischer Fall von gut gemeint, schlecht kommuniziert, nämlich wie man sie nutzen sollte. Aber wir haben heute ja gesehen, es gibt noch andere kreative Ideen, wie man diese Steinplatten zweckentfremden kann, wenn man denn möchte. Wenn ich auch für Sie mal einem Rätsel nachgehen soll, dann schreiben Sie mir ganz einfach eine Mail oder über Facebook. Ich freue mich drauf. Also, haben Sie eine Frage?